Liebevolle und unliebsame Überraschungen stehen heute in ORF 1 den Leuten von St. Benedikt ins Haus. Denn im elblerischen Intrigenstadel ist wieder jede Menge Herz und Schmerz angesagt. Du machst mich verrückt. Und? Die Silvia ist ein stilles Wasser. Die weiß genau, wie man sich einen Mann angelt. Und warum auch nicht? Bitte lass mich in Frieden. Ist was, Chef? Nein! Na gut, dann will ich nicht weiter stören. Gute Nacht. Der Inlandsreport in ORF 2 nimmt sich des zurzeit wieder hochaktuellen Themas Sekten an. Wenn es sich also jetzt um Menschen handelt, die emotional, gefühlsmäßig ein bisschen instabil sind, die also Sicherheit und Ordnung brauchen, dann gehen sie in eine solche Gruppe hinein. Schwere Zeiten durlebt Rick Hunter ab 21.25 Uhr in ORF 1. Bei den Ermittlungen zu einer mysteriösen Mordserie droht er sich nämlich die Finger gehörig zu verbrennen. Die Verbrennungen an der Leiche wurden nicht vom Feuer verursacht. Folter? Jemand mischt sich in unseren Fall ein. Ja, das gefällt mir nicht. Na dann los. Ist das Chavez? Ja. Was ist denn mit dem passiert? Ich habe ihn erschossen. Du darfst das niemandem sagen. Sprich mir das. Aus Angst vor gesellschaftlicher Ächtung hütet dann Katja Riemann ein schreckliches Geheimnis. Sie wurde vergewaltigt. Was ist denn der Kerl, der dich vergewaltigt hat, ja? Der ist bei euch auf der Party. Die Mami hat viel mitgemacht. Die möchte das jetzt vergessen. Vergessen? Adam Michnik, Mitstreiter Václav Havels und führender Journalist in Polen, analysiert in ORF 2 als politischer Vordenker die Lage in seinem Heimatland. Kommunist, aber ein geniales ist. Der Kommunismus hat es geschafft, den Menschen Sicherheit zu geben, nach Art eines Gefängnisses. Ludziom, bezpieczeństwo typu więzienne. Unser Dreisat-Tipp widmet sich einem der ganz großen Bestseller-Autoren deutscher Sprache, der sich einen Ruf als unermüdlicher Vielschreiber erworben hat. Er ist einer der erfolgreichsten und produktivsten Schriftsteller unserer Zeit, Johannes Mario Simmel. In Deutschland zu Unrecht in die Ecke des Trivialen gedrängt. In Begegnungen spricht er über seine Bücher, seine Arbeit und über sein Leben. Begegnungen mit Johannes Mario Simmel. Soweit unser Überblick, womit ich Ihnen noch angenehme Abendstunden wünsche. Das Nachmittagsprogramm von ORF 2. Publikumserfolge zum Wiedersehen. Montag bis Freitag, 15 bis 17 Uhr, ORF 2.